James Bui möchte unbedingt wissen, wie bekommt man eine Freundin? Oh, ist das süß. Lieber James, kann es sein, dass dein Pornhub Premium-Account abgelaufen ist und Anzeigen wie Finde Frauen in deiner Nähe einfach nicht mehr funktionieren? Der Frühling kommt, der Druck steigt und du weißt einfach nicht mehr, wie du die richtige finden sollst? Wir haben hier einige Tipps für dich. Aber kann man die Frage überhaupt politisch korrekt so stellen oder müsste es eigentlich heißen, wie bekomme ich einen Freund, eine Freundin, einen Transgender oder einen Partner, der eigentlich als Frau geboren wurde, aber schon immer ein Mann war und sich biologisch keinem Geschlecht zuordnen möchte? Welcome to 2018, wo keiner mehr weiß, wer ist oder was er sein will. Genug Online-Foren versprechen dir, dass du die eine Partnerin deines Lebens bekommst, indem du einfach 5 Schritte befolgst. Dabei ist es ganz egal, wie du aussiehst, wie dein Charakter ist, wie viel Geld du hast, was du beruflich machst und. Es wirkt, als könnte man Frauen ganz einfach auf den Markt ersteigern, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Um eine Freundin zu bekommen, gehört dann doch ein bisschen mehr dazu. Entweder man versucht es auf dem klassischen Weg, indem man einfach Frauen anspricht oder auf Veranstaltungen irgendwelche Freunde von Bekannten kennenlernt, oder man versucht es einfach über Online-Dating-Apps wie LeVou, Tinder, Badoo oder ähnliches, was heutzutage keineswegs verwerflich ist. Schaut dafür unbedingt mal auf dem Kanal von Felix vorbei. Der hatte das Selbstexperiment Online versus Offline Dating gemacht und das ist ziemlich lustig geworden. In erster Linie ist es wichtig zu sagen, dass jeder sein eigenes Glückes Schmied ist. Du darfst nicht davon ausgehen, dass eine Frau für dein Glück alleine zuständig ist. Natürlich ist es schön, in einer Beziehung zu sein und durch Aufmerksamkeit glücklich gemacht zu werden. Aber Beziehung heißt auch Investition. Es beruht also immer auf Gegenseitigkeit. Für dein Glück bist nur du selbst verantwortlich. Ein Partner kann natürlich erheblich dazu beitragen, aber niemand möchte den Druck oder die Verantwortung für dein Glück haben. Das kann einer Beziehung sogar schaden. Um eine Frau zu finden, solltest du dir bewusst sein, was du eigentlich möchtest. Willst du in einer Beziehung sein, die auch Arbeit bedeutet, oder willst du eigentlich nur Sex? Dann brauchst du nämlich gar nicht nach einer Freundin zu suchen. Denk über deine Qualitäten, deine Stärken, deinen Charakter und über das, was dich ausmacht nach. Denn diese Stärken kannst du nutzen, um mit Frauen ins Gespräch zu kommen und zu punkten. Verstell dich nicht für eine Frau, denn wenn du wirklich eine Beziehung möchtest, willst du auch du selbst sein und dich nicht verstellen müssen. Sonst basiert die ganze Beziehung auf einer Lüge. Frauen wollen das Gefühl haben, wichtig zu sein. Also wenn du eine Frau ansprichst, gib dir Mühe und wisch nicht 20 Mal auf Tinder nach rechts, um zu hoffen, dass sich irgendwann mal eine von denen meldet. Wenn du Interesse an einer Frau hast, gib ihr das Gefühl, ihr Sicherheit geben zu können, für sie da zu sein, ihr zuzuhören, sie ernst zu nehmen und ihre Marke zu lieben. Keine Frau steht auf den Fuckboy, der ihr hinterher pfeift und jedem zweiten Mädel sagt, dass sie die Allergeilste ist. Wenn du auf der Suche bist, tritt selbstbewusst und vor allem als du selbst auf. Kleide dich so, dass du dich wohlfühlst, steh zu deiner Person und benutze keine 0815 Anmachsprüche. Die kennt sowieso schon jede Frau und das kann eigentlich nur langweilig werden. Im Endeffekt gibt es nicht das eine Rezept, um eine Freundin zu finden. Das Wichtigste ist, dass du von dir selbst überzeugt bist, denn wer soll es sein, wenn nicht du selbst? Kleine Tipps, wie einer Frau beim Sprechen mit einem Lächeln in die Augen zu schauen, durch gezieltes Fragen zu zeigen, dass du wirklich Interesse hast und dich für ihr Leben und ihren Alltag begeisterst, können schon hilfreich sein. Wenn sie ebenfalls Interesse hat, wird der Stein schon von alleine ins Rollen kommen. Bleib dran, gib dir Mühe und vor allen Dingen gib nicht auf. Sollte es mal doch nichts werden, kannst du dir sicher sein, dass es einfach nicht die richtige ist und eine andere auf dich wartet. So einfach ist das. Viel Glück bei der Suche und vielleicht haben wir dann bald das erste So geht das Couple. Wie geil wäre das denn bitte? Dann schreib das bitte auf jeden Fall in die Kommentare. Oder ansonsten schickt uns einfach ein Video oder ein Foto bei Instagram oder macht einfach den Hashtag So geht das und dann sehen wir das sowieso. Und ansonsten viel Spaß beim Freundin, Freund, Transgender, Hashtag Frau, die mal irgendwas anderes war, aber eigentlich ein Mann und jetzt kein Geschlecht hat, suchen.